Textilkunst aus Guatemala, die hat es Anne Brönner angetan. 2016 erfüllt sie sich mit einer Südamerika-Reise einen lang ersehnten Wunsch. In Guatemala lernt sie das Weberhandwerk kennen und verliebt sich sofort in die handgearbeiteten Stücke. Für die 35-Jährige ist schnell klar, diese Stoffe müssen mit nach München. Ich bin ganz viel durch die Orte gereist und habe die einzelnen Frauen besucht, die noch weben und die auch noch Wissen haben, was sie da weben. Mhm. Und kaufe von denen direkt. Also ich habe da meine Frauen, mit denen ich ganz gute Beziehungen habe. Und da sie die Preise selbst machen, weiß ich, dass es für sie fair ist, weil ich drücke keine Preise oder sie sagen mir einfach, was sie haben wollen. Die Kleidungsstücke, die Anne einkauft, sind bereits gebraucht, sonst wären sie zu teuer. Für die handgefertigten Stücke brauchen die Weberinnen in etwa 1 bis 3 Monate. So wird da tagtäglich gewebt an einem Rückenbandwebrahmen. Eine Technik, die gibt es bei uns seit dem 6. Jahrhundert eigentlich nicht mehr. Die hat man ersetzt mit Holzwebrahmen, später natürlich industriell und heutzutage sowieso. Ist ja auch super anstrengend, oder? Wenn man die ganze Zeit. Ja, tatsächlich ist es auch körperlich anstrengend. Klar sitzt man drauf, aber die knien da und müssen irgendwie jeden Faden da reinknüpfen und brauchen auch sehr viel Aufmerksamkeit. Also auch Konzentration, diese Muster dann auch wirklich in dieser Reihenfolge reinzuweben. Krass. Es gab ja schon viele Leute, die versucht haben, das zu kopieren oder zu industrialisieren. Und diese Technik kriegt keine Maschine hin bis heute. Bis heute tragen die Frauen in den meisten Teilen Guatemalas nur ihre traditionelle, handgewebte Kleidung. Das war mir eben auch ganz wichtig, dass man wieder seine Kleidung wertschätzt. Ich meine, es geht ja darum, auch Sachen wieder länger zu haben, nicht so schnell zu wechseln. Und eben, wenn man dann Stücke hat, die man sehr liebt, die dann eben auch lange trägt. Und da sie so schön gewebt sind auch und schön fest, kann man die auch wirklich ewig haben. Machst du dann das andere selber dazu oder kommt es auch aus Guatemala? Genau, das wäre zum Beispiel jetzt aus einem Oberteilstoff in Guatemala und das aus einem traditionellen Rockstoff. So, das kommt beides aus Guatemala, ist beides handgewebt. Ach ja, jedes, okay. Jedes Teil. Und du setzt es aber zu den Stücken zusammen? Genau, ja. Ich überlege mir dann die Schnitte und was ich aus welchen Teilen am besten schneidere. Sehr toll. Was ist denn deine Vision vielleicht für die Zukunft? Also mein Traum wäre es, dass das Handwerk natürlich erhalten bleibt und die Frauen sehen, cool, damit kann man doch noch in dieser Welt Geld verdienen. Und die jungen Mädchen möchten das auch lernen, weil die fangen mit 8 an, sitzen bei der Großmutter dabei. Und bis sie das wirklich können, sind sie 30. Also ein Traum wäre, dass das erhalten bleibt. Mein zweiter wäre natürlich, das zu erweitern oder auch mehr Fashion-Labels vielleicht dazu für zu begeistern, sodass wir dort wirklich kleine Produktionen aufbauen könnten und näher rein und die Leute dort einlernen, sodass die wirklich ein Standbein haben, also vor allem für die Frauen dort. Dass die Frauen da auch mit ihrer Arbeit wirklich verdienen können, sich ihr eigenes Geld verdienen können wahrscheinlich auch und damit leben können, oder? Und unabhängig sein können, genau. Und die sind oft alleinerziehende Mütter und dass sie halt einfach für ihre Kinder in die Schule schicken können, für sich sorgen können. Und mit diesem Ansatz kann Mode nicht nur gut aussehen, sondern auch noch Gutes tun.